Jo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch einen Solo Auto Duplication Glitch. Ich werde in den Titel schreiben, wann er gepatcht ist oder so. Ich werde es in die Beschreibung schreiben, damit ihr Bescheid wisst. Auf jeden Fall, es geht gleich los. Also, ihr braucht für den Glitch erstmal eine Basis, wie ihr hier seht, mit einem MOC, wo hinten ein Lager für besonderes Fahrzeuge drin ist. Dann braucht ihr eine Basis mit einem Privatraum, also einen Raum mit einem Bett. Einen Zielmodus, einen anderen Zielmodus als alle anderen GTA, jede freie Ziel. Eine Lobby, ist egal welche. Ich gehe alles durch. Ihr braucht ein Auto, das ihr duplizieren könnt. Zum Beispiel, am besten ist ein Easy, ne? Der bringt euch am meisten Geld. Das sollte hinten in der MOC drin sein. Und in der Basis ein Auto, das ihr opfert. Am besten ein kostenlosen LG. Und den LG bekommt ihr nur kostenlos, wenn ihr euch im Zollshop angemeldet habt. So, Leute. Als allererstes begibt ihr euch in euer Bunker. So. Dann. Ich? Ne, ich bin noch nicht andersweise. Ich habe noch nicht mal angefangen. So. Dann begibt ihr euch in eure MOC rein und holt das Fahrzeug raus, was ihr duplizieren wollt. In meinem Fall ist es halt der Easy auf Zukunftsshop. Den kann ich für 1,729 Millionen verkaufen. 1,729187 Millionen, glaube ich. Ist ja egal. So. Mit dem, ihr dürft auch nicht als MC angemeldet sein, ihr dürft als nichts angemeldet sein. Dann klappt der Glitch nämlich nicht. Ihr fahrt hier hin, stellt ihr ab, dann steigt ihr aus, Leute. Dann steigt ihr wieder ein und rennt sofort weg, dass die Tür offen bleibt. Dann tippt ihr euch zu eurer Basis oder ihr könnt auch einfach rausgehen und mit dem CEO Buzzard oder so gehen. Das Wichtige ist, ihr dürft ja ab jetzt kein persönliches Fahrzeug mehr verwenden. Ihr könnt Straßenauto, alles verwenden, aber kein. Ganz wichtig. So. Ich tippe mich dahin, geht schneller. So. Am besten, ihr stellt euch noch einen Job neben eurer Basis, dann geht alles noch schneller. So, dann dreht ihr einfach ein Bein, ja, hier, und lehnt die Zielmodusmeldung ab. Bei mir kam aus irgendeinem Bug gerade instant die Zielmodusmeldung. So, dann spawnt ihr hier. Und geht einfach zu eurer Basis. Und geht da dann rein. Ihr müsst halt einfach einen Job starten und dann jemanden beitreten, also mit anderen Zielmodus, annehmen, ablehnen. Oder falls ihr nicht sicher seid, ob ihr einen anderen Zielmodus habt, wartet bis die erste schwarze Meldung kommt. Und dann tretet ihr der Person einfach in der schwarzen Meldung nochmal bei. Und wenn dann die Zielmodusmeldung kommt, dann wisst ihr, ihr habt einen Zielmodus und ihr könnt einfach die Zielmodusmeldung ablehnen. So, dann geht ihr einfach hier rein und wartet erstmal, bis ihr da drin seid. Ganz gelassen. Wie gesagt, ihr dürft immer noch keine persönlichen Fahrzeuge wenden, also. Weg mit dem persönlichen Fahrzeug dürft ihr nicht verwenden. So. Wenn ihr in eurer Basis drin seid, begebt ihr euch zu eurem Privatraum. So, wenn ihr dann in eurem Raum seid, tretet, ob die noch zockt. Gleichzeitig. Also, so. Dann geht ihr auf die Karte. XPS-Taste startet irgendeinen Job in der Nähe hier, also einfach irgendeinen Job, solltet eine Fehlermeldung bekommen. So, wenn ihr die bekommen habt, legt ihr euch ins Bett rein. Ja, ich habe Akt 2. So, wenn ihr dann im Bett seid und oben die Meldung hier, geht ihr wieder Options, R1 auf Online, geht ins Starterpack rein und einmal raus mit L1 auf die Karte, X, Touchpad, einfach wieder einen Job starten. Dann steht da unten Ladevorgang. Und während das da steht, haltet ihr jetzt Dreieck gedrückt, bis ihr aufgestanden seid. So, ich bin aufgestanden. Ich lasse Dreieck wieder los. Und lauf jetzt zu den LGs, die ich ja jetzt opfer. So, Leute. Hier ist mein LG. In den steige ich jetzt ein und jetzt kommt ein Tricky Part, das seht ihr nicht, also ich versuche es genau zu erklären. Also, sollte jetzt müsst ihr einfach einsteigen, R2 drücken und gedrückt halten. Dann drückt ihr doppelt PSN-Taste, um wieder auf den Typ oder auf die Community zu kommen, wo ihr gejoint seid. Dann lasst ihr, wenn ihr in dem Menü seid, da los. Und wenn ihr dann bestätigt ihr, dass ihr den beitreten wollt, da drückt ihr dann sofort wieder R2, wartet bis die erste schwarze Meldung kommt, lasst R2 los. Ihr bestätigt die Schwarzmeldung und drückt sofort danach R2, lehnt die Zielmodusmeldung ab, habt immer noch R2 gedrückt,
bestätigt die Fehlermeldung, habt immer noch R2 gedrückt, dann steigt ihr aus dem Auto, also ihr werdet aus dem Auto rausgeschmissen und haltet R2 immer noch gedrückt, bis ihr Blackscreen habt. Also. So, hier gibt ihr jetzt Gas. Ihr habt die ganze Zeit R2 gedrückt. Drückt Doppel-P, drückt wieder R2, haltet gedrückt, bis ihr den schwarzen Meldung bekommt. Hier lasst ihr R2 los. Dann bestätigt ihr und drückt wieder R2 und haltet R2 gedrückt. R2 immer noch gedrückt halten, bis ihr aus dem Auto geworfen und immer noch gedrückt halten, ne? Immer noch gedrückt halten, bis ihr einen Black Screen bekommt und somit aus der Basis geworfen werdet. So, jetzt könnt ihr R2 gerne loslassen. Ihr könnt auch gedrückt halten, bringt euch aber nichts, ne? So, wenn ihr dann draußen gespawnt seid, ihr dürft immer noch kein persönliches Fahrzeug, oben sollte ich, um links sollte ich Menschen liegen, aber ihr dürft immer noch kein persönliches Fahrzeug verwenden. Ihr könnt CO-Basis alles nehmen, was ihr wollt, oder ihr tippt euch halt einfach hin. Ihr geht dann auf Beitreten wieder, man kennt ihn. Annehmen. Ablehnen. Also Doppel-PCN beitreten. So. Dann geht ihr einfach in euer Bunker rein. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte, warte, es lädt noch, Leute, hier links euer Izzy stehen. Diesmal ist die Tür dran, vorhin war die Tür mal ab, lol. Ich hab's jetzt schon heute ein, zweimal gemacht oder einmal, keine Ahnung. Und dann fahrt ihr einfach mit dem Izzy in eure MOC hinten rein. Bam. Die Meldung nimmt ihr da an. So. Hier habt ihr jetzt das Duplikat zu stehen und das Original ist in eurer Basis. Das ist das Duplikat und mit dem Duplikat könnt ihr jetzt einfach weitermachen. Ihr fahrt einfach wieder raus und dahin und dann, ja. So. Ich glaube, ich habe es verstanden. Wenn nicht, wenn ihr irgendwo Hilfe braucht, schickt eine FA, ich helfe euch gerne oder ich erkläre euch in den Kommentaren alles, was ihr wollt. Es geht für die PS4, ich weiß nicht, ob er Xbox geht, auf jeden Fall für die PS4. Hier, ich spiele auf der PS4. Okay, kann ich jetzt. Hier, PS4, ihr seht die Tasten da, Dreieck und so. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, vergesst natürlich das Video zu bewerten. Und wenn nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr, wie gesagt, nichts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute!